Wollen Sie eine Bewerbung wie ein Profi schreiben? Ich zeige Ihnen, wie das in 3 Schritten geht. Mein Name ist Martin Behrle. Sie kennen mich als Deutschlands bekanntesten Karriereberater und vielleicht auch als Karrierebuchautor. Und gleich geht's los. Ja, hier bin ich wieder und jetzt zeige ich Ihnen die 3 Schritte zur perfekten Bewerbung. Der erste Schritt ist sehr wichtig, wobei ihn die meisten Bewerber leider übersehen. Und zwar ist das die Selbstanalyse. Wenn Sie sich bewerben bei einer Firma, müssen Sie ja vorher wissen, was haben Sie eigentlich zu bieten, was bringen Sie mit. Erst wenn Sie dieses Potenzial kennen, können Sie die PS sozusagen auf die Bewerbungsstraße bringen. Darum sind diese Fragen am Anfang von ungemeiner Wichtigkeit. Ich habe 3 Fragen für Sie formuliert. Wer bin ich? Also schauen Sie sich einmal als Persönlichkeit, als Typ an. Was kann ich? Schauen Sie also, was ist Ihre Qualifikation? Was bringen Sie mit an beruflicher Ausbildung, an beruflicher Erfahrung? Und der 3. Punkt, der ist auch sehr entscheidend, nämlich, was will ich? Es gibt viele Bewerber, die würden perfekt zu einer Stelle passen, aber vom tiefsten Herzen her interessiert sie diese Stelle gar nicht. Und das können Sie in einem Bewerbungsverfahren nur schwerlich verbergen. Das spürt die andere Seite. Also fragen Sie sich, wer sind Sie vom Typ her? Was können Sie und was wollen Sie? Ist das wirklich eine reizvolle Position für Sie? Dann geht es weiter mit dem 2. Schritt beim Bewerben, und zwar die Arbeitgeberanalyse. Schauen Sie mal, wer ist die Firma? Wie definiert sich diese Firma? Ist das ein Traditionsunternehmen? Ist das ein modernes Unternehmen? Ist es ein nationales, regionales oder internationales Unternehmen? Das ist sehr interessant, denn darauf können Sie dann eingehen, wenn es zu Ihnen passt. 2. Punkt, wer sind die Ansprechpartner? Fast immer sind in einer Anzeige Ansprechpartner genannt und Sie können natürlich auch herausfinden, wer der jeweilige Fachchef ist. Und recherchieren Sie mal im Internet, recherchieren Sie in allen möglichen Quellen, was erfahren Sie über diese Menschen. Je besser Sie diese Menschen einschätzen können, desto passgenauer können Sie sich bewerben. Wie sagt man so schön, der Köder muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Und jetzt sind wir beim 3. Punkt, nämlich wer wird gesucht? Das ist ganz interessant, wenn Sie die Stellenausschreibung analysieren. Welche Punkte sind Wunschvorstellungen? Es wäre schön, wenn Sie, und jetzt kommt irgendeine Anforderung an Sie, und was sind Mussvorstellungen? Was sind die wichtigsten Kriterien in dieser Stellenausschreibung? Mal angenommen, die Firma könnte nur ein Kriterium stehen lassen. Was ist Ihrer Meinung nach am wichtigsten für diese Firma? Machen Sie sich darüber Gedanken, je besser Sie diese Firma verstehen und durchschauen, desto passgenauer können Sie sich bewerben. Und jetzt sind wir beim 3. Schritt und das ist jetzt erst der 3. Schritt, nämlich die Bewerbungsunterlagen abzustimmen. Damit fangen viele an, das ist natürlich unmöglich, ohne dass man sich selber und die Firma gut kennt. Bewerbungsunterlagen abstimmen heißt, schauen Sie erstens, welches Können und welche Erfahrung aus Ihrer Vita, wenn Sie schon Berufserfahrung haben, also auch aus den Firmen, wenn Sie noch am Anfang stehen, auch aus dem Privatleben, auch aus dem schulischen und universitären Bereich, welches Können und welche Erfahrung decken sich mit dem, was die Firma sucht? Sie haben ja analysiert, was sucht die Firma? Wo ist die größte Schnittfläche? Diese Schnittfläche sollten Sie schon im Anschreiben und auch im Lebenslauf hervorheben, damit die in der Firma sofort sehen, hier kommt jemand, der passt zu uns und der kann unser Problem lösen. 2. Punkt in den Bewerbungsunterlagen, auch sehr wichtig. Ich habe Ihnen ja anfangs die Frage gestellt, was will ich? Und darauf läuft es jetzt hinaus, denn Frage 2 ist, was ist Ihre Motivation und was sind Ihre Ziele? Also warum wollen Sie gerade in diese Firma, was wollen Sie in dieser Firma erreichen? Diese Antwort sind Sie schuldig, schon in Ihrem Bewerbungsanschreiben, spätestens aber im Vorstellungsgespräch. Also legen Sie offen, was reizt Sie an dieser Firma, inwiefern passt diese Firma zu Ihren Zielen. Eine positive Motivation hebt Ihre Chancen beim Bewerben. Und jetzt kommt noch der 3. Punkt, den nenne ich Passung und Sympathie. Sie sollten schauen, wie ist die Philosophie der Firma. Sie haben ja die Firma gut analysiert. Wenn Sie sehen, das ist ein regionales, verwurzeltes Unternehmen und Sie sind auch ein Mensch, der regional und verwurzelt ist, dann sollten Sie diese Passung, diese Schnittfläche
unbedingt betonen und hervorheben, denn dann sieht die Firma ihren Vorteil darin. Und der Punkt Sympathie, den sollten Sie nicht verachten. Es ist auch wichtig, dass Sie Sympathie als Bewerber gewinnen, nicht nur über fachliche Inhalte, sondern auch als Persönlichkeit wahrgenommen werden. Also wenn Sie zum Beispiel Hobbys angeben, die zu den Werten des Unternehmens passen, ein traditionelles Unternehmen, das irgendwo im Ländlichen sitzt, wenn Sie da als Hobby Wandern angeben, haben Sie große Chancen, dass Sie da einen Treffer landen, wenn es denn Ihr Hobby ist, denn Sie sollten sich auch nicht verstellen. Wie ich Sie beraten würde, wenn Sie zu mir in die persönliche Beratung kämen, wie ich dafür sorgen würde, dass Ihre Bewerbungsunterlagen top sind und auf jedem Stapel ganz oben landen, das können Sie in meinem großen Videokurs Bewerben mit Erfolgsgarantie sich anschauen. Da habe ich Ihnen Übungen eingebaut, die dafür sorgen, dass Sie ein absoluter Top-Bewerber werden und dass Sie garantiert erfolgreich sind. Deshalb gibt es auch eine Garantie, dass Sie erfolgreich sind. Klicken Sie gerne die kostenlose Probe an. Ich freue mich, wenn Ihnen dieses Video gefällt, wenn Sie den Daumen nach oben weisen lassen, wenn Sie unseren Kanal abonnieren, wenn Sie die Videos verlinken, teilen, Playlists anlegen. Und am meisten freue ich mich, Sie hier wieder zu sehen. Ihr Martin Wehrle.